Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem, ja, Mini-Pack-Opening von meiner Seite aus. Ja, krass, Team of the Year ist draußen, aber, Freunde, ich habe nicht so viel Zeit. Meine letzte Woche, krass, einfach letzte Woche in Shanghai. Und, ja, wie gesagt, da habe ich nicht so viel Zeit, aber ich möchte schon ein kleines Mini-Pack-Opening mit Special-Packs aufmachen. Und, ja, ich werde 8 Special-Packs, die ich aus den Squad-Builder-Challenge gesammelt habe, ja, benutzen und dazu 4 Team of the Week Packs, also 3 untradable und 1 tradable. Und guckt euch das mal an. Also ich finde, außer die zwei, also hier den Sinclair ist das, glaube ich, und Castro, finde ich den, ja, der Rest von den Goldspielern einfach nur heftig und lohnt sich. Und mein Ziel ist ganz ehrlich, wenn ich ihn den bekomme, ist es fast so gut wie ein Team of the Year Ronaldo, den Romelu Lukaku. Ihr wisst, wie geil ich ihn finde aus der Packout-Serie. Einfach heftigster Typ, Alter. Romelu Lukaku. Boah, wenn ich den bekomme, bin ich so zufrieden. Aber ja, schauen wir mal. Und wie gesagt, letzte Woche für mich in Shanghai, also nächste Woche genau. Ja, jetzt zu dem Zeitpunkt werde ich, werde ich schon am Flughafen sein. Das ist so krass. Ein Jahr China, Shanghai vorbei und dann bin ich wieder in Deutschland. Buh, das finde ich echt krass. Also, kann es irgendwie gar nicht so realisieren. Wie gesagt, also ich habe 2 Premium-Gold-Set, 3 Jumbo-Premium-Gold-Set, dann noch ein Gold-Spieler-Set, ein Premium-Gold-Spieler, ein Prime-Gold-Spieler-Set und ja, der Rest ist Team of the Week-Packs. Danke für die Leute, die mir geschrieben haben, welche, ja, SBCs von den Ligen sich lohnen. Dann machen wir einfach mal auf. Erstes Premium-Gold-Set. Und wie gesagt, Alter, ich finde das echt krass, Alter. Das ist, ja, ich weiß nicht, das fühlt sich komisch an. Ich kann es noch nicht, echt nicht realisieren, dass ich bald wieder in Deutschland bin. Habt ihr irgendwelche Auslandserfahrungen? Das ist, keine Ahnung, wart ihr irgendwo, wo ihr mal länger weg wart und dann wieder zurück müsst? Das finde ich irgendwie krass, irgendwie. Einerseits freut man sich, andererseits hat man gemischte Gefühle. Ja, nächstes Premium Goldset, Freunde, weiter geht's. Ja, schauen wir mal, ob wir ein bisschen Packluck in dieser Mini-Pack-Opening haben. Ja, Gula Gouvi, oder die heißt nicht der Maß aller Dinge. So, das erste Jumbo Premium Gold Set ist am Start. Ja, wie gesagt, also ich bin mal gespannt, wie das Internet in Deutschland sein wird. Also ich möchte natürlich sehr gerne im Food Champion rasieren. Da hätte ich richtig Bock drauf, ganz ehrlich. Ich habe ein gutes Team eigentlich bis jetzt, das ich immer noch ausbauen kann. Ja, paar gute Spieler hier in Davia. Sonst es war da wieder ein Pack mit Shit drin, Freunde. Shit, einfach nur Shit. So, nächstes Jumbo Premium Gold Set. Come on, EA. I need more. Ich brauche einfach mehr. Ich brauche einfach mal. Irgendwann muss doch mal was Heftiges sehen. Come on, wo ist mein Team of the Year? Herrera 82. 82 rated. Ist nicht gut genug, Freunde. Ist nicht gut genug. Alright, das letzte Jumbo Premium Gold Set. Dann gehen wir zu dem Goldspieler Set. Come on, EA. Boah, Alter, da kam nicht mal ein Funken raus. Einfach non-rare. Hardcore, ey. EA ist einfach hardcore. Okay, Freunde, wir sind bei den Goldspieler-Set angekommen. Da machen wir zuerst das Goldspieler-Set auf. Mit einem Rare. Ja, Funken war so lala. Es ist Luke Shaw. Ja, ich glaube, er geht noch für ein paar tausend, aber ich weiß nicht. So viel glaube ich auch nicht, aber schauen wir mal ganz kurz nach. Ja, er geht noch für 3000. Da kann man, denke ich, nicht meckern. So, Freunde, gechillt machen wir das Premium-Gold-Spieler-Set auf. Warten immer noch auf was Geiles in den Packs. Unser Mini-Pack-Opening läuft nicht gut. Castro! Ja, Freunde, ja. Das ist alles andere als gut, wenn man ehrlich ist, Freunde. So, Freunde. Prime Gold Spieler Set, also 6 seltene, da hoffe ich mir echt mal was Gutes. Team of the Year ist ein Traum, aber come on, ich warte immer noch auf irgendwas Heftiges generell. Kein Walkout. Ey, come on, yay. Was ist denn da los? Bojan, Alter. Bojan, ey. Kannst du sonst wo hinstecken, den Bojan, Alter. Okay, wenigstens einen aus der französischen Liga. Geht der für was? Das ist die Frage. Ja, Digga, er geht für 5k weg. Das ist nice. Das nehme ich gerne mit. 5k into meine Bank. Das nehme ich gerne mit, Freunde. Okay, Freunde, wir sind bei den Team of the Week Packs angelangt. Wie gesagt, ein ganz kleines Team Pack Opening. Machen wir auf, come on. Erstes Pack. Wie gesagt, es ist ganz kurz und chillig.
Harry Kane! Yes, Digga! Get the fuck in! Wow! Oh! Digga, der ist, glaube ich, auch nicht so viel wert. Also, glaube ich, 80k oder so. Untradable. An sich schon mal gar nicht schlecht. Entweder kann ich ihn benutzen oder ich kann natürlich verwenden für eine Squad, weil ich eine High-Rated Inform brauche. Huh, Freunde, huh! Harry Kane, das hat sich ja schon mal richtig gelohnt. Harry Kane, wow! Look at this! 90 Schießen. Was sag ich immer? Schußen, Alter. Bin ich hier Maddo im Kopf. Boah, Stats sind okay. Kann ich mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob der schnell genug ist, aber vielleicht eine Hunter-Card oder sowas drauf, dann ist er schnell genug. Sollte er schnell genug sein. Speichert mein Team ab, Alter. Wow! Das ist schon mal einer der guten Spieler. Harry Kane. Oh, hätte es nicht Lukaku sein können. Da hätte ich mich mehr gefreut. Aber Harry Kane, da sage ich auf jeden Fall nicht nein. Come on! Nächstes Pack, come on! Oh, Sinclair. Da haben wir den ersten 81er. Sinclair. Da haben wir den. Ah, genau den wollte ich natürlich nicht haben. Okay, ist in Ordnung. Wir haben Harry Kane bekommen. Sinclair sieht in Ordnung aus. Ist gar nicht so schlecht für seine Stats, aber können wir eventuell für zukünftige SBC wieder benutzen. Zweites und vorletztes Team of the Week Pack. Bitte nichts Doppeltes. Ich bitte dich, EA. Ich bitte dich um mein Leben. Okay, es ist nicht doppelt. Es ist aber Castro, Freunde. Meine Güte. Castro, ey. Alter, ist das dein Ernst? Ja, und den haben wir schon. Ach, den habe ich schon mal gekauft, glaube ich. Also, das hier könnte ich dann auf die Verkaufsliste tun. Ah, okay, den habe ich mir gekauft. Ich weiß nicht warum. Ich dachte, er könnte mal was wert sein für zukünftige SBC oder Play of the Month. Ah ja, schreibt mir mal, habt ihr investiert? Ich habe es ja geschrieben in der letzten Woche oder im vorigen Video, ja, dass ihr jetzt in 83 und 84 investieren sollt. Falls ihr das gemacht habt, wenn ihr verkaufen würdet, würde ich jetzt noch nicht verkaufen, weil alle untercutten sich. Alle verkaufen wir richtig günstig. Ihr seht, die 83er gehen vielleicht gerade mal für 2000, die 84er. Für ganz bisschen, also es ist gestiegen, aber nicht viel. Ich würde euch empfehlen, wie ihr seht, geht dieses Team of the Week noch eine weitere, also eine Woche mindestens. Würde ich erstmal warten und abwarten, bis diese, ja, Team of the Year Packs vielleicht abgedrungen ist. Aber wie gesagt, müsst ihr selber wissen. Seid ihr jetzt mit dem Profit zufrieden, würde ich jetzt verkaufen, wenn ihr denkt, weil, kommt auf das kommende Team of the Week natürlich an. Wenn jetzt das kommende Team of the Week scheiße ist, wird ihr nicht so viel Profit machen, weil da wollen nicht so viele diese SBC machen. Aber wenn das Team of the Week geil ist, dann wollen natürlich mehr Leute das machen. Dann müsst ihr selber wissen. Ich habe die meisten für die Packs verkauft oder verballert. Nicht verkauft, verballert. Und ich guck mal das kommende Team of the Week an. Wenn da Spieler sind, die mir gefallen, werde ich noch welche weitere Packs öffnen. Wenn nicht, dann werde ich die restlichen für Profit verkaufen. Das ist das Tradable, tauschbar Team of the Week Pack. Wer ist es? Trippier, okay. Er ist momentan gar nichts wert, glaube ich. Ah, Trippier. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht. Warte mal. Ich möchte sehen, wie viel er wert ist. Ich gucke das einfach so. Ich tue ihn in meinen Verein. Also an sich ist das für mich, glaube ich, eine gute Investitionsmöglichkeit in Trippier, weil er ist BPL. Er ist, glaube ich, momentan richtig günstig. Können wir ganz kurz mal gucken. Also kann man überlegen, da zu investieren. Trippier auf jeden Fall. Gucken wir mal. Der ist aber, glaube ich, richtig günstig, weil alle jetzt die Packs öffnen. 14.000 ist er, also vielleicht ein bisschen höher. 15.000 ist er momentan wert. Kann man überlegen. Ja, war jetzt nicht der beste Team of the Week Player, den ich als tauschbar bekommen könnte. Den werde ich auch, denke ich, erstmal behalten, weil der wird, denke ich, nach und nach an Wert steigen. Ja, hab mir was Besseres erhofft als letztes Team of the Week Pack, das tauschbar ist. Hätte ich mir lieber Harry Kane gewünscht dafür, aber ist in Ordnung. Wir haben Harry Kane bekommen, 87 rated in Form. Könnte viel schlimmer sein. 381er ist nicht das Optimale und auch die vorigen Packs waren nicht nice. Aber ansonsten, ja, kann ich mich ehrlich gesagt echt nicht beschweren. Wie gesagt, zurzeit habe ich nicht so viel Time, aber ich versuche immer noch ein bisschen Videos rauszuhauen, auch so wie diesen Mini-Pack-Opening, weil ich bin in einer Woche in Deutschland wieder, deswegen habe ich hier noch ein paar Sachen noch zu machen. Hoffe, ihr könnt es verstehen und ja, immer nicht vergessen, ein Boom, Thumbs up und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao!